Und das gilt auch für diese Struktur. Die Kinder sitzen jetzt leider nicht hier, deswegen kann ich nicht fragen, aber es ist kein Schweizer Käse. Es ist auch keine Koralle oder es ist auch keine Höhlen von Mallorca. Es ist der Knochen. So schön sieht unser Knochen aus. Und die Höhlen, die man da sieht, da sitzt das Fettgewebe eigentlich drin. Das, was man in der Küche, was die Mütter oder auch die einigen Väter, die kochen, eben rauskochen, wenn sie eine schöne Suppe machen. Und in diesem Fettgewebe sitzen die Mutterzellen des Blutes, die Vorläuferzellen des roten und weißen Blutes. Und durch Bewegung hält man diese Struktur so schön. Aber sie könnte auch so aussehen, und das ist die sogenannte Osteoporose, die Knochenerweichung. Nochmal, so schön und stabil. Sie besteht aus Calcium, Calciumphosphat. Und so, wenn der Knochen ganz weich wird, der Knochen schwund die Osteoporose. Und wir wissen heute, nicht nur seit ein paar Wochen, dass Cola und Limonaden einen erhöhten Blutdruck erzeugen. Also einen Blutdruck, der das Blut ganz stark ins Gehirn presst oder in andere Strukturen, um dann eben einen Schlaganfall, also eine Bewusstlosigkeit oder eine Lähmung zu erzeugen oder einen Herzinfarkt, also ein Stillstehen des Herzens. Sondern wir wissen auch, dass solche Getränke unglaubliche Phosphaträuber sind. Das heißt, sie machen den Knochen weich. Sie binden den Phosphat, der den Knochen eben erhärtet. Und deswegen so wichtig zu wissen, dass man anstatt eines solchen Getränkes lieber Obstsäfte trinkt, Obst isst. Und wenn man auf diese Limonaden nicht verzichten kann, oder ich bin kein Gesundheitsapostel, auf keinen Fall, also ich sage nicht auf keinen Fall nie und nimmer, sondern ich sage, wenn man es tut und wenn das dazugehört im Leben, dann sollte man immer das Gegenmittel haben. Also Limonade trinken, eine Flasche und dann zwei Flaschen Wasser. Verdünnt sofort, wir brauchen sowieso 2 bis 3 Liter jeden Tag, um genügend durchblutet zu werden. Das hält vor allen Dingen den Kopf frei und bringt die Schlacken aus den Nieren raus. Und gleichzeitig bewegen, bewegen und nochmal bewegen. Das heißt, wenn ich eben energiereich was zu mir genommen habe, dann am besten eine halbe Stunde hinterher bewegen. Das ist das beste Gegenmittel, was man sich wünschen kann. Und Leid, wir haben ja hier gerade Leid gesehen. Leid heißt ja nicht weniger Energie, kann ja einfach nur heißen weniger Koffein bei gleicher Energie. Und jetzt, Kinder, aber auch Erwachsene, eine Sache. Mir war das schon immer ein Rätsel, wieso man nach dem Sport Massen an Limonade trinkt oder Bier. Warum? Also ich fand das immer als Sportler, ich war Leistungssportler, habe Zehnkampf gemacht, ich habe Geräte geturnt, ich habe Tennis gespielt und viele andere Sportarten durchgeführt, Handball gespielt. Mir war das immer ein Rätsel. Für mich war mein Kopf einfach dann sofort anders wurde. Und ich merke das heute, wenn ich zu viel Zuckerhaltiges zu mir nehme, merke ich, wie mein Körper ein bisschen quillt und wie mir ein bisschen komisch wird. Aber es gibt jetzt ernährungsphysiologisch was hochinteressant ist. Man hat gerade 100 Kalorien abgebaut, haut sich 150 wieder rein und kriegt so einen Heißhunger durch den Zucker, dass man zur nächsten Tankstelle fährt und sich den Maßregel, das Eis oder sonst was holt oder die Pommes sich jetzt reinzieht und damit nochmal 300 oder 400 Kalorien obendrauf tut. Deswegen stimuliert auf einmal Sport zu Gewichtveränderung und Gewichtszunahme. Das sollte man wissen. Deswegen bewegen, bewegen, nochmal bewegen und wissen eben auch, was man isst, denn, liebe Kinder, 50% sind heute schon bis zum Alter von 17 Jahren übergewichtig in unserer Gesellschaft, meistens in den Familien, in denen die Mütter und Väter übergewichtig sind und andere essen eben sehr wenig. Es gibt die Magersucht, es gibt die Fresssucht, mit der man dann hinterher wieder auch alles, die Bulimie, wo man ausspuckt oder eben auch gemischte Formen von Essstörungen. Wichtig zu wissen,
Und ich will dieses Thema überhaupt nicht stressen, aber wichtig zu wissen, dass das, was man isst, nicht einfach nur Kalorien sind. Wenn ich nur über Kalorien rede, dann rede ich nicht darüber, dass Nahrungsmittel eben auch Arzneimittel sind. Sie haben Eiweiße, sie haben Fett, sie haben Kohlenhydrate, die brauchen wir, die Eiweiße, um die Muskulatur aufzubauen. Die Kohlenhydrate, damit wir Energie bekommen, auch Fett, um Energie zu bekommen, aber auch Fett auch, um beispielsweise Nerven zu bilden. Oder Gallensäure zu bilden aus Cholesterin. Das heißt, ausgewogene Ernährung, wenn man sündigt, und ich bin weder gegen Döner noch gegen mal ein Big Mac oder, oh, jetzt habe ich, wollte keine Werbung sein, sondern Burger. Aber dann eben das Gegenmittel bewegen, trinken und vor allen Dingen Obst essen, 5-mal am Tag Obst essen, so wie wir das mit der Techniker Krankenkasse, mit meiner Initiative Gesundheit für Deutschland propagieren und vor allen Dingen wirklich für Erwachsene bis zu 3 Liter täglich Flüssigkeit zuführen und pflanzliche Lebensmittel reichlich. Kinder, wisst ihr, wie viele Tiere jedes Jahr geschlachtet werden, damit wir uns weltweit ernähren? Es sind 50 Milliarden Tiere. 50 Milliarden Tiere, die teilweise noch die Eigenschaft haben, dass sie unheimlich viel Sauerstoff verbrauchen und CO2 bilden durch den Nahrungsprozess und die Verdauung. Von daher, viel wichtiger ist es, sich den pflanzlichen Lebensmitteln zu nähern und sie zu identifizieren. Deswegen ihr als Gesundheitsbotschafter in die Schulen gehen und den Kindern eben ja, diese wunderbaren Früchte nahebringen, den Geruch, den Geschmack gemeinsam genießen lernen, gemeinsam kochen lernen und gleichzeitig Respekt auch für die Geschöpfe zu entwickeln, die wir töten. Respekt unseren Mitorganismen, die wir töten und dass das Essen dann vielleicht auch immer mehr ein Stück weit in Andacht passiert, eben auch in Respekt für die Lebewesen, die wir in diesem Moment, um uns weiterzuentwickeln, tilgen. Und das sei als letztes uns Erwachsenen nahegelegt. Wir entdecken ja auf einmal mit 50 Jahren, dass das Leben nicht unendlich ist. Auf einmal stellen wir fest, das denken wir sowieso immer, wenn man jetzt fragen würde, wenn man sich in sich hineingeht, die wenigsten würden glauben, dass wir jemals diese Erde verlassen. Aber wir bleiben hier nur eine kurze Zeit, eine extrem kurze Zeit in der Unendlichkeit, ein Hauch in der Unendlichkeit. Ob das unter 10 Jahren oder über 100 Jahren, wie OPE ist das, eine Gnade, so alt werden zu dürfen, ist, es ist immer ein Hauch. Aber wir, dazu gehört meine Altersgruppe, stellen auf einmal fest, Mensch, ist ja gar nicht mehr so lange. Und jetzt fangen wir an, wie bekloppt Obst zu essen. Und das kann man ja verändern, indem man im Kindergarten schon damit anfängt, dass es zur Routine wird, die Bewegung zur Routine wird, die Freude am Bewegen, die Freude am Singen und Lachen zur Routine wird, sodass man sie nie wieder vergisst, dass man bis zum Lebensende turnt und dass man nicht vergisst, an apple a day keeps the doctor away, einen Apfel essen und du kannst den Arzt vergessen. Und das wünsche ich dieser Initiative und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank dem Kultusministerium, vor allen Dingen Frau Dr. Beigel, Frau Beigel, Frau Dr. Zielasny und Frau Pietsch, glaube ich, dass sie dieses für uns geschafft haben. Ihnen, Herr Berghäuser, nochmal herzlichen Dank, dass wir diese Veranstaltung heute hier durchführen konnten und können. Es ist ein großartiges Ereignis und ich hoffe, dass es sich in alle Bundesländer ausbreitet, dass alle Kultusministerien mitmachen, dass sie im Grunde einen Impuls setzen für Deutschland, Gesundheit für Deutschland, vom Baby bis zum uralten Wachen Methusalem. Alles Gute und danke. Bitte und Gesundheit.